Wollen wir schon loslegen? Ist jetzt eine Minute zu früh, aber ja, was soll's. Legen wir langsam mal los. Ich begrüße alle, die jetzt schon im Stream mit dabei sind, die schon zu gucken. Ein Like hat der Stream schon, so ein Däumchen. Das heißt, es ist schon eine Person da. Na mal schauen. Seid gegrüßt. Ich spiele weiter in Abrecht aus. Hier kommt dazu, wie ihr lustig seid. Na denn, ich habe einen ungefähren Plan, was zu tun ist. Schauen wir mal, wie wir jetzt hier in der Story weiterkommen. Hier kauern die beiden jetzt auf dem Klo im Pissoir sitzen. Die. Ja, alles klar. Petra und Peter feiern jetzt Geburtstagsfeier auf dem Klo. Und hier haben wir Chips. Die nehmen wir natürlich erstmal mit. Nice. Gleich auch ein bisschen Fingerfood. Nicht wirklich appetitlich, Fingerfood direkt neben den Toiletten aufzubauen. Da hast du recht. Und wir nehmen uns auch nichts mit. Das hatten wir schon. Können wir mit denen reden? Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Ich lasse sie aber nicht allein. Nein. So, und nun, wo geht's jetzt nach? Ach, das hier ist der. Hier ist der Wäschelüft. Genau, hier lang müssen wir. Guten Tag. Na, guten Tag, wie geht's denn so? Guten Tag. Ja, mein Freund, der Fahrgast. Und hops. Oh. Der Herr Mantel. Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Ja, mit dem Herrn Mantel haben wir schon gesprochen im letzten Stream. Okay. Einmal hier hin. Und natürlich zum Flurende. Oh! Jetzt sind Toti und Moti weg. Die sind abgehauen zwischen den Streams. Jo. Hier haben wir eine Decke. So können wir jetzt kritzeln. Jo. Nice. Hübsch mal dekorieren. Wir haben noch nicht alle Dekorationsmöglichkeiten, aber... Hiermit kann ich kein Unheil mehr anrichten. Der Stinktrink ist leer. Hi, Modi. Modi meldet sich im Chat wieder. Okay, jetzt haben wir unsere Fußnägel verbraucht. Ja, lecker. Gut. In diesem Bild verschläft Captain Unbrauchbar das Signal des Commissioners. Was? Das ist ja... Chips, eine Tüte Chips können wir jetzt draufpacken. Im Bett darf man aber keine Chips essen. Okay, jetzt haben wir das Tuch ziemlich... Die Decke meine ich natürlich. Jetzt haben wir die Decke ziemlich bekrümelt. Jetzt ist die ein bisschen schmutzig. Irgendwo gibt es noch Ketchup und Senf, aber das haben wir jetzt noch nicht. Das müssen wir erstmal in die Küche. Dann könnten wir noch die Decke noch ein bisschen weiter schmutzig machen. Was war nochmal gleich hier los? Ach ja, das war der Kollege, der Schlüsselmeister. Wenn ich jetzt richtig denke, nee, noch nicht. Decke ist noch da. Hey, die Betten wurden ja gar nicht gemacht. Ich muss wohl härtere Geschütze auffahren. Tja, Mist. Bah. Das schon wieder. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Also ich habe die Informationen
das reicht, wenn wir hier ein bisschen Chips drauf verteilen. Die haben wir jetzt verteilt. Das Ganze ein bisschen vollkritzeln. Ja, Ketchup und Senf haben wir jetzt noch nicht. Das ist jetzt... Da waren wir noch nicht in der Küche. Das ist das Blöde. Sonst könnten wir das hier alles erledigen. Zurück zum Sessellüft. Nicht Sessellüft, Wäschelüft. Das Wäschelüftsystem. Nein, das ist die Toilette. Die Herrentoilette. Das ist der Schlüsselmeister. Dem Schlüsselmeister seine Zelle. Hier, die Tür. Sehr gut. Okay, wenn wir jetzt damit weiterfahren. Und los geht's. Vielleicht. Na komm, Edna. Herr Mantel. Den können wir wirklich nicht bespucken. Bist du durstig? Nein, danke. Für das genügsame Kleidungsstück bietet der Aufzug viele Ressourcen. Was für Ressourcen sollen das denn bitte sein? Mikrobenmilch. Man kann Mikroben nicht melken. Man kann. Man muss nur mit dem Melkschemel aufpassen. Da kommt der nächste Ausgang. Sehr gut. Oh. Hier ist eine Decke. Und wir sind unten im Waschraum. Im Waschraum sind wir. Sehr schön. Bettwäsche. Gut, dass die da lag. Sonst hätte ich mir wohl etliche Knochen gebrochen. Dadurch, dass wir die oben bei Ruti und Mutti jetzt dreckig gemacht haben, liegt die jetzt in der Reinigung zum Waschen. Und hier haben wir jetzt Poki in einem neuen Raum freigeschaltet, der jetzt mal ein bisschen was reden kann. Ja, hier muss man einfach nochmal Alex' unglaubliche Leistung als Sprecher loben, bei dem ich halt irgendwie vor Ort halt irgendwie die gruseligen Texte mit der Waschmaschine im Studio und gesagt habe, so, ja, weiß nicht, klingt doch einfach mal, weiß nicht, versuch mal irgendwas in Richtung Klaus Kinski und dann diese gruselige Waschmaschine interpretiert hat. Ist natürlich sich psychologisch sehr einfach erklärt, dass die Waschmaschine als Symbol der Sauberkeit für Edna ein absolutes Feindbild darstellt. Und auch wenn sie die Waschmaschine halt freundlich tut, in Wirklichkeit will sie halt nur Böses. Das merkt, das spürt auch Edna. Spoiler, die Waschmaschine kann reden. Wie alles in diesem Spiel. Nein, ich mag mein schmutziges Vokabular. Genau, können wir es vollkritzeln? Hallo Edna, willst du nicht deinen Stift reinigen? Ich weiß nicht, warum sollte ich das wollen? Er ist ein Schmierfink. Hallo Moki. Ein schmutziger, dreckiger Schmierfink. Willkommen im Streamchat. Mir gefällt dein Tonfall nicht, Waschmaschine. Moki ist im Streamchat und wünscht sich, dass sie Zickzackschere mit der Waschmaschine benutzen. Dann wollen wir das doch gleich mal machen. Zickzackschere mit Waschmaschine. Hat sich die Zickzackschere auch die Zähne geputzt? Nein, sie ist stolz auf ihren Verwesungsatem. Hat die Waschmaschine gerade ihre Krallen ausgefahren? Süß! Ja. Schöner Dialog. Ein Poloschläger. Hallo Edna. Dein Poloschläger könnte etwas mehr Glanz vertragen. Aber das Blut meiner Feinde muss doch an der Waffe kleben bleiben. Das allerdings bringt Glück. Nicht für die Feinde. Okay, Moki kennt das Spiel wahrscheinlich schon, wie es aussieht. Hallo Edna, dein kleiner Freund da ist ja ganz schmutzig. Findest du? Gib ihn mir, damit ich ihn reinigen kann. Nein, nicht haben wir. Wie ein weißes Blatt Papier. Edna, nicht! Es ist eine Falle! So, die Waschmaschine können wir natürlich nicht nehmen. Heute ist nicht Waschtag. Benützen. Heute ist nicht Waschtag. Ach was. Das sind ziemlich große Waschmaschinen. Na dann, den Stinktrink einfach mal ein bisschen waschen. Hey, ich bin keine Geschirrspülmaschine. Ah, tu dich wenn mal nicht so. Wenn es da einen Unterschied gäbe. Hab dich nicht so. Ui, was funkelt denn da so nett? Darf ich das mal sehen? Nein. Ach bitte, gib es mir. Gib es schon her. Pfui, aus! Böse Waschmaschine! Böse Waschmaschine.
Echt? Wird jetzt noch zum Dieb. Was riecht denn hier so? Oh, sorry. Das sind wohl die Reste vom Stinkdrink zwischen meinen Zähnen. Soll ich dich reinigen? Vielleicht später? Ein Reinigungsritual. Damit müssen wir noch warten bis Deponia 3. Ja, ganz genau. Fußnägel. Für die einen sind es nur Fußnägel. Für die anderen sind es die proteinreichsten Schraubenzieher der Welt. Waschmaschinen haben also Angst vor Fußnägeln. Jo. Hallo Edna. Soll ich den Hörer für dich abputzen? Da sind überall Bakterien drauf. Überall Bakterien. Ja, mach das bitte. Sonst steck ich mich noch an mit Corona. An meinen Händen sind auch Bakterien. Und die putze ich mir ja auch nicht ab. Edna, du wirst dich noch fürchterlich mit Corona anstecken. Wenn da du dich nicht wäscht. Fehlt das Bindeglied. Ich glaube nicht, dass sich Edna die Hände wäscht. Das ist... Hallo Edna. Unwahrscheinlich. Dein Spuckröhrchen ist ganz verseiert. Ich helfe dir gerne, es zu reinigen. Vielleicht später. Boah, Harvey. Diese Waschmaschine, mit der ich mich da gerade unterhalten habe, ist voll Psycho. Stecken wir sie lieber in Brand. Sobald ich habe bloß wir leider Feuer kein Feuerzeug. Gefunden haben, kleiner genau. Kumpel. Sobald wir Feuer gefunden haben. Gut, ich glaube, wir haben das durchprobiert mit der... Nein, wir haben noch das Comic-Heft. Das Cape von Captain Unbrauchbar ist rot. Sein Anzug ist weiß. Pass auf, nützlich Boy. Sie dürfen nicht zusammen in die Waschmaschine. Sonst wird's pink. Ganz genau. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar ohne Hose zum Tatort. Skandalös. Die saubere Wäsche nochmal bekritzeln. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Jo. Da liegt er gut. Gleich einen neuen holen. So. Da ist nichts mehr drin. Ach, schade. Aber hier im Strohhalm. Nice. Und ja, die Chips haben wir schon drauf gekritzelt, haben wir auch schon hier. Da überall Muster reinzuschneiden, würde ja direkt in Arbeit ausarten. Dafür ist mir meine Zeit dann doch zu kostbar. Okay, Säcke haben wir hier noch. Aber lass uns doch mal mit der Bettwäsche reden. Danke. Was? Danke. Was? Danke. Was? Sekunde. Was? Danke. Okay. Ich will nicht schlafen. Ich schon. Das ist nur Schmutzwäsche. Schmutzwäsche? Weltkritzeln. Sehr gut. Uns drauf spucken. Sehr gut. Da überall Muster reinzuschneiden, ja. Würde ja dafür ist... Okay. Waschmaschinen, das haben wir schon alles. Die können wir nicht bekritzeln. Sehr schade. Telefon mit Säcken. Hallo? Ist da die Wäscherei? Ronnys Waschsalon hier. Was willst du, Puppe? Ich hatte meinen goldenen Frack mit den Diamanteinschlüssen bei Ihnen das abgegeben. Das kommt mir bekannt vor, das hat den man auch schon mal. Gabakeule. Aufgelegt. Die Dialoge wiederholen sich irgendwann. In diesem Bild kommt Captain Unbrauchbar... Ja, das zum Thema wiederholen. Das ist eine Cocktailkarte, nicht der neue Quellekatalog. Der neue Quellekatalog. Ja, was sonst? Irgendwie uniformartig, aber nicht Polizeiuniform. Na, dann gehen wir mal zu hoch. Jo, und hier könnten wir, glaube ich, gleich wieder weiterfahren. Das Schliffsystem. Zack. So funktioniert das Ganze jetzt. Na komm, geh zu das Schliffsystem. Ich wollte es mal präsentieren. Geht nicht. Das sieht gefährlich aus. Egal.
Ah, okay. So können wir ein Specialist-System wieder einsteigen. Dann können wir wieder eine Runde fahren. Und können uns auf die Bettstarken fallen lassen. Da kommt der nächste Ausgang.